Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Wir haben im letzten Part die Ermittlungen aufgenommen, um im Fall, ja, dem vierten Fall, ja, dessen Name mir wieder entfallen ist. Ich bin so perfekt informiert. Jedenfalls haben wir die Ermittlungen aufgenommen und ja, haben natürlich auch wieder unsere gute Freundin Franziska von Karma wieder getroffen. Ja, und das war wieder natürlich eine unfassbar schöne Erinnerung, die uns je oder Begegnung, die uns bis auf, ja, bis unser Lebensende noch begleiten wird. Naja, nicht so ganz, aber gut. Jedenfalls hat sie komischerweise uns noch ein Stück Papier zugeschmissen. Warum? Wieso? Weshalb? Ich denke mal, wir prüfen das jetzt mal. Herr Nick, was ist denn das für ein Stück Papier? Das ist ein Autogramm. Autogramm? Da steht Herrn Coridas Name drauf, also es ist ein Autogramm. Das kann ich überhaupt nicht lesen. Ehrlich gesagt habe ich noch nie jemanden so schreiben gesehen. Ach, das ist eine spezielle Schreibweise, das nennt man Kursiv. Sieh mal, hier steht für meine liebste Wendy in normaler Schrift. Ach, da weiß ich schon, wem ich das geben soll. Diese schlampige, unleserliche Schrift. Grausam, das zu verschenken. Moment mal. Hä? Wendy, den Namen habe ich doch schon irgendwo mal gehört. Herrn Corridas Autogramm zur Gerichtsakte hinzugefügt. Nämlich die gute Wendy Oldbag. Die hat doch was von einem Geschenkelaber, dass wir sie ihr erst ein Geschenk geben sollen, wenn sie mit irgendwelchen Worten rausrücken will. Ja, ich würde sagen, das wäre doch vielleicht eine gute Idee, dass wir das jetzt mal tun werden. Muss wir nur den ganzen Weg da wieder. Oh, aber im Veilchensaal passiert erstmal noch was. 21. März, Hotel Gatewater. Veilchensaal. Oh, Herr Wright, wie geht es Ihnen? Ah, Herr Powers, waren Sie die ganze Zeit über hier? Ja, Leute, die mit dem Mord in Verbindung stehen, dürfen das Haus nicht verlassen. Aha, alles klar. Der Nickel-Samurai. Können Sie mir etwas über die Sendung des Nickel-Samurai erzählen? Okay. Da, düm, ach, die coole Musik. Der Nickel-Samurai ist eine Action-Serie, die auf Kinder abzielt. Es ist die Fortsetzung von der Steel-Samurai. Ich verstehe. Diesmal gibt es drei Samurai-Brüder: Aluminium-Samurai, Zinn-Samurai und natürlich Nickel-Samurai. Es ist ein Liebesdreieck in Neo-Old Tokyo. Ich verstehe. Moment. Ein Liebes-was? Ein Liebesdreieck. Das Mädchen Sayo arbeitet im Teeladen und alle drei verlieben sich in sie. Oh, dann steht das Dreieck für die drei um das Mädchen streitende Brüder. Sayo ist in Wirklichkeit die Tochter des bösen Anführers des Erdbeerclans. Klingt nach einer komischen Situation. Wie Romeo und Julia, nur mal drei. Ja. Diese Art von Liebesgeschichte kommt aber seltsamerweise bei den Sekretärinnen voll an. Ja, Pearl. Was passiert dann? Ich will es wissen. Frau Sayo, verliebt sich Frau Sayo auch? Sie tut es, oder? Jeden Sonntag um 8 Uhr. Ich höre noch diese Worte damit auf, die bunte Stunde. Ich höre noch diese Woche damit auf, die bunte Stunde für kleine Genies zu sehen. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich darüber nachdenkt. Mininja. Also, wie ist die Mininja-Fernsehserie so? Eigentlich sollte es nur ein Remake eines alten Films werden. Der Mininja ist wie die Samurai-Sendung auf Kinder ausgerichtet. Ach, ich mag die Musik. Ich mag diesen Jingle einfach so. Ich finde ihn cool. Er ist die Geschichte eines Ninjas, der als Ninja versagt und ein großer Popstar wird. Was? Er war ein wirklich mieser Ninja, hat dieses Ninja-Zeug einfach nicht hinbekommen. Aber hallo, er konnte richtig gut singen. Mit seiner treuen, grellroten Gitarre eroberte er das Altertum im Sturm. Ein Ninja mit einer roten Gitarre? Und dann der Endkampf vor den Augen seiner geliebten Prinzessin Misola. Minne gegen die fünf Muromachi. Doch dann am Abend vor dem dritten Kampf fängt sich unser Held eine Erkältung ein. Oh, das ist aber schade für ihn. Ja, aber diese auf Popmusik basierende Liebesgeschichten kommen bei Schulmädchen an. Ja, Pearl.
Und wie geht's weiter? Ich will es wissen. Minne, der Minne-Ninja. Wird er singen können? Was wird aus der Prinzessin? Jeden Sonntag um 8 Uhr. Welche Sendung soll ich nur gucken? Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich darüber nachdenkt. Irgendwie klang das sehr gleich, aber okay. So, kann ich Ihnen noch was zeigen oder sollten wir besser jetzt direkt zur Old Bag gehen? Ich guck noch mal kurz, ob ich irgendwas hätte, was ich präsentieren könnte. Ja, Karte des Hotels. Tatortfoto. Ja, ich denke da. Gitarrenkoffer, Glas, Autogramm. Ich denke eigentlich nichts so wirklich, was wir da präsentieren könnten, würde ich sagen. Nee, wüsste ich jetzt nicht, was ich ihm zeigen sollte. Irgendwas, was mir bringen sollte. Deswegen höchstens Poster vielleicht, aber das. Na, nee. Nee, das bringt mir auch nichts. Deswegen Lobby. So, und dann werden wir uns mal wieder den Spaß antun. Ach, ich will nicht. Naja, wir müssen es tun. Nur, ich weiß nur, dass ich die Unterschrift auf jeden, das Autogramm auf jeden Fall zeigen soll. Danach weiß ich nicht mehr. Das werden wir dann gucken. Was sie sahen. Nun gut, ich werde für den Moment ehrlich sein. Dann bitte, sagen Sie uns, was Sie sahen. Aber, oh, was für eine Verschwendung. Wo ich doch so eine gute Gelegenheit habe, euch Jungspunde zu verurkeln. Weil ich alles in allem doch ein kleiner Teufel bin. Darum. Bedeutet das nicht, dass Sie kein guter Mensch sind? Na gut, ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Ja, und wie gesagt, ich gehe ziemlich stark der Annahme, dass es das Autogramm ist. Ja, war klar. Das ist Rons Autogramm. Ja, ist es. Und da steht sogar für meine liebste Wendy drauf. Das bin ich, oder? Oder? Mein Name ist Wendy Oldbeck, also muss ich diese Wendy sein, oder? Nun, es mag zwar Wendy draufstehen, aber ich glaube nicht, dass Juan beim Schreiben an diese Wendy dachte. Oh, bitte, gib es mir, bitte. Ich kann es Ihnen nicht einfach so geben. Ja, ich weiß. Wie wär's mit einem Tausch? Ah, es hat schon mal. Oh. Oh. Wow. Sie muss dieses Autogramm wirklich haben wollen. Mein Angebot ist nicht gut genug für dich. Na gut, White, du gewinnst. Wendy Oldbeck bereit, ihr Herz auszuschütten. Nur für meinen geliebten Juan. Wow. Das war einfach. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert, aber gut. Autogramm an liebste Wendy übergeben. Kann das nicht immer so einfach klappen? Dankeschön. Was geschehen, was Sie gesehen haben. Jetzt tust du mir leid. Hä? Ich sag dir, ich sah ihn an diesem Abend. Ich sah ihn an Juans Zimmer, aus Juans Zimmer kommen. Sie scherzen. Oh nein. Das war 10 Minuten, bevor man Juans Leiche fand. Das war nur ein Zufall. Ich ging zur Toilette und kümmerte mich um meine Sachen. Und haben Sie das der Polizei gesagt? Natürlich. Ich dachte, ich könnte ein oder zwei Geschenkgutscheine ergattern. Geschenkgutscheine? Man hat mich erneut an diesen Teil des Verfahrens morgen berufen. Diesmal zeige ich es dir. Ich werde hart für einen Schuldspruch arbeiten. Aber Herr Ungard hat nichts Ungerechtes getan. Solche Details scheren mich nicht. Ich weiß, dass er meinen armen Juan tötete. Dieses gelbbäuchige Huhn. Ein gelbbäuchiges Huhn? Ich frage mich, wie das wohl aussähe. Ich vertraue meinen Sinn. Ich weiß, wenn jemand etwas Böses tat und er tat es. Was hat der Engard ihn nur getan, um das zu verdienen? Engards Vergangenheit. Was hat der Engard ihn angetan, dass sie so. Das weißt du nicht. Dieser Typ hat meinen Juan etwas angehängt. Er hat diesen Skandal geschaffen, der den armen Juan plagte. Herr Nick! Was gibt's? Was ist ein Skandal? Oh, das erkläre ich dir, wenn wir zu Hause sind, okay? Armer Juan, verführt durch die Listen dieser gemeinen Verführerin. Hennig, was meint sie mit Listen und geheimen Verführerinnen? Warum hören wir für den Moment nicht einfach nur zu, okay, Pearls? Also, Frau Oldberg, wer ist diese Frau, von der Sie da sprachen? Adrian Andrews natürlich, wer sonst? Er hat Juan das Mädchen absichtlich in die Arme getrieben. Seine eigene Managerin. Seine eigene Managerin? Aber warum? Ich dachte, Anwälte wären schlau. Man brauchte einen Skandal, der Juan schadete. Das Mädchen trieb Juan in einen Skandal, der seinen Ruf beschmutzte. Klingt in meinen Augen wie die Standarddefinition eines Skandals. Woher wissen Sie das, Frau Oldbeck? Ich bin einer von Juans größten Fans. Ich sammle immer Informationen. Es gibt nichts, das ich nicht weiß.
Und haben sie Beweise dafür, dass Herr Nongar tat, was sie behaupten? Es steht nächste Woche in einer bestimmten Zeitschrift. Ah, natürlich, ein Boulevardblatt. Nächste Woche? Bedeutet das nicht, dass die Leute noch nichts darüber wissen? Warum besitzt Frau Oldberg solche Informationen? Und woher... Hehehe. Na klasse, warte mal kurz. Ich habe das Gefühl, die hat die Kamera. Solchen Halunken wie euch habe ich nichts zu sagen. Sie dreht zu, wie sie sich für eine alte Schreckschraube gehört. Bitte, alles kann hilfreich sein. Na gut, wie wäre es dann, wenn ich durch meine Masse sage? Nein, schon gut, wirklich. Sie mag sie wirklich nicht, oder Herr Nick? Ich weiß, ich weiß. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, ne, das Tatortfoto, ich glaube, da mache ich mir keine Freunde mit. Der Gitarrenkoffer vielleicht noch? Nee, okay. Okay, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich auch schaffen soll, Lottas psychische Blockaden zu lösen. Das bezweifle ich eher. Feichen soll. Ja, ich denke, also viel hat das jetzt nicht gebracht, außer dass wir jetzt halt wissen, dass die gute Adrian Andrews einen Skandal an ihm anhängen wollte, aber das war's dann auch. Höchstens, dass ich mit ihr dann nochmal spreche, das könnte ich vielleicht tun. Ja, mit ihr kann ich auch nichts mehr reden hier und ich denke nicht, dass ich mit ihre großen Dinger lösen kann. Höchstens halt von diesem Skandal, aber naja gut, ich gehe erstmal zu Frau Andrews. Aber da haben wir auch nichts so wirkliches. Ansonsten kann ich ja mal gucken, dass ich gleich ein Profil zeige von ihm. Achso, aber das mache ich natürlich mit Präsentieren. Das mache ich nicht in der Gerichtsakte. Profile. Juan Corrida. Haben Sie das Opfer Herrn Corrida gekannt? Ja, ich habe ihn gekannt. Wie klein die Welt doch ist. Wussten Sie von seiner Rivalität mit dem Nickel-Samurai? Ehrlich gesagt, waren sie diesbezüglich wie kleine Kinder. Immer und immer wieder haben sie die uninteressantesten Wettkämpfe bestritten. Wenn nur einer von ihnen nicht so stur gewesen wäre, wäre wohl niemand gestorben. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass diese Frau mehr weiß, als sie zugibt. Sie weiß bestimmt, warum Juan getötet wurde. Hat das was getriggert? Ja. Mordmotiv. Sehr schön. Haben Sie irgendeine Ahnung? Inwiefern? Warum Herr Corrida ermordet wurde? Warum fragen Sie das ausgerechnet mich? Ich mache nur meinen Job. Haben Sie also eine Ahnung? Na super. Und direkt die nächste psychische Blockade getriggert. Auch schon wieder 4. Alter Schwede, jetzt hauen Sie mal richtig raus hier. Heieiei. Oh mein Gott. Frau Andrews? Tut mir leid, aber ich habe den Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ist es eine psychische Blockade, Herr Nick? Ja, in letzter Zeit kommt das immer öfter vor. Ja, super. Dann kann ich ja noch weniger tun. Juhu. Keine Ahnung. Ja, was bringt's mir, wenn ich Matt Ongards Profil nochmal zeige? Hat sie was zur Wachfrau zu sagen? Nein, okay. Ja, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. So derb zum Schweigen gebracht wurde. Boah, da bin ich jetzt echt überfragt, muss ich gestehen. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir wieder 2 psychische Blockaden und ich habe keine Ahnung, wie ich diese lösen soll. Aber ich habe langsam das Gefühl, das muss ich tun, weil sonst komme ich hier nicht mehr weiter. Weil hier ist auch nichts mehr. In Mr. Corridas Zimmer ist auch nichts mehr. Nö, und ich denke mal nicht, dass ich von dem Herrn Engard noch irgendwie was herauskriege. Das ist ja nicht so gut. Puh, ich bin überfragt, muss ich gestehen. Ansonsten gehe ich nochmal in den Veilchensaal und zeige dem guten Herrn noch irgendwie was. Puh, ich weiß es nicht. Der Nickel-Samurai. Tut mir leid, dachte, dass ich die Zeit nehme, das zu zeigen. Aber leider weiß ich wirklich nichts darüber. Ah ja, du hast mir zwar nur gerade davon was erzählt vom Nickel-Samurai, aber okay. Er feierte sein Debüt immer zur selben Zeit wie Matt, wissen Sie? Wirklich?
Ja, es fing ganz klein an. Erst Gesangswettbewerbe, später Schwimmwettkämpfe, dann Bowlingturniere und schließlich ging es um das Ausrichten der besten Silvesterpartys. Juan immer versucht, Matt zu übertreffen. Aber in letzter Zeit eskalierte es und es wurde immer gefährlicher. Ich dachte, dass das ein schlimmes Ende nehmen würde und machte mir Sorgen. Schade, dass Juans Geschichte so früh endete. Und wie sieht's mit Matt en garde aus? Matt ist jünger als ich. Aber man kann sein Star-Potenzial deutlich sehen. Sein Star-Potenzial? Ich habe neulich ein Autogramm von ihm bekommen. Fühlt sich jetzt irgendwas falsch an. Fühlt sich jetzt irgendwie falsch an, oder? Ist mir egal, was die Leute sagen. Matt hat Juan nicht getötet, das weiß ich genau. Aha, ich glaube, zu der willst du nichts sagen, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich sie ausgerechnet hier treffen würde. Das letzte Mal sahen wir uns während dieses schlimmen Ereignisses. Aber wenn ich mich erinnere, denke ich an die guten Sachen, also ist es nicht so schlimm. Ja, ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und ein paar gute Dinge wiederholen. Das ist nicht lustig. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ne? Ja, Adrian Andrews, die können wir noch mal präsentieren. Hey, das ist Frau Andrews. Sie ist Matts Managerin. Ich habe mich mal ein wenig für sie interessiert. Nur ein ganz klein wenig. Also Market Powers, diesen Typ Frau. Was wissen Sie über Frau Andrews? Nun, die Sache ist die. Ich kenne sie nicht wirklich. Im eigentlichen Sinne. Hä? Es gibt ein kleines Gerücht über sie. Ein Gerücht? Ah, wenn es sie interessiert, kann ich Ihnen mehr darüber verraten. Er ist so glücklich wie ein Löwe, der gerade seine nächste Mahlzeit gefunden hat. Ja, das ist schön. Ich glaube, so kommen wir weiter. Doch noch einen Anhaltspunkt gefunden. Der Klatsch um Adrian. Würden Sie mir bitte mehr über diesen Tratsch erzählen? Oh, Sie interessieren sich also auch. Das habe ich mir gedacht. Ja, ich habe so eine Schwäche für Tratsch über die Berühmtheiten. Oh, wirklich? Sie auch, was? Ja, also sehen Sie sich das hier an. Ist das so ein Revolverblatt, das Frau Oldberg lesen würde? Na gut, schauen wir mal. Mindestrendezvous um Mitternacht. Mit der mysteriösen, aber wunderschönen Managerin des Stars, Frau A.A. Jetzt verstehen Sie es, oder nicht? Was? Tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie nicht Bescheid, Herr Wright. Juan Corrida hatte keine eigene Managerin. Was bedeutet, dass eine Managerin mit dem Initialen A.A. Adrian Andrews? Ja, genau. Das ist die größte Neuigkeit. Aber es scheint seltsam, diese Frau Andrews zusammen mit den größten Rivalen ihres Mandanten? Ah, das ist diese wunderbare Sache, die nur zwischen zwei Menschen geschehen kann. Herr Powers sieht so glücklich aus. Pötz macht einfach mit, ohne zu wissen, warum er eigentlich lächelt. Nun, Sie wissen ja, das einen Lust ist des anderen Frust. Zeitschriftsausschnitt zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich denke, der könnte uns gut helfen, würde ich sagen. Ich glaube, mit dem könnten wir schon mal anfangen. Also entweder wir gehen jetzt zu Frau Andrews oder zu Frau Hart. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal bei Frau Hart. Tätig ich mal sagen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht diesen Knüller, in Anführungszeichen, dass das dieser Knüller ist, vielleicht, von dem sie da spricht. Deswegen. Ich will mal erstmal gucken, was sie will. Sie hat ja zum Glück in Anführungszeichen nur zwei. Der große Knüller. Lotta, würden Sie bitte meine Fragen beantworten? Warum haben Sie sich am Abend des Mordes in der Nähe von Juans Zimmer aufgehalten? Hab ich ihr doch gesagt, für meinen Knüller. Ich möchte mehr über die Details zu diesem Knüller wissen. Die kann ich nicht preisgeben. Ich meine, davon lebe ich. Nun gut, eine unangenehme Boulevardfotografin auf der Suche nach einem Knüller. Ich würde sagen, dass sie einem Skandal nachgingen. Könnte es sein, dass Sie, Lotte Hart, den Durchbruch mit einer riesigen Story wollten? Vielleicht mit dem Skandal zwischen Juan Corrida und dieser Person? Ist jetzt die Frage, das Profil oder den Zeitungsausschnitt? Aber ich denke eher das Profil, das klingt eher nach Profil. Richtig, sehr schön. Diese Frau! Das ist Adrian Andrews, die Managerin von Matt en garde. Die Managerin des Nickel-Samurai trifft heimlich dessen Rivalen, den Minne-Ninja. Das wäre die heißeste Story der Saison, nicht wahr? Puh! Sehr schön. Du bist richtig gut bei diesem Ratespiel, Herr Anwalt. Aber man kann sich nicht etwas ausdenken und glauben, es käme in die Zeitung. Man braucht eine Absicherung. Absicherung?
Ja, die braucht man unbedingt. Wie nennt man das noch gleich? Nachrichtenwelle? Sie meinen wohl eine Nachrichtenquelle. Genau. Dann zeig mir mal einen Beweis dafür, dass dieser Juan etwas mit Frau Andrews hatte. Und zum Glück haben wir das gerade natürlich gemacht. Denn der gute Powers hat uns schon informiert. Von einem gewissen Klatschblatt. Oder warte mal, steht denn da? Rendezvous Mitternacht. Ein Superstar in einem heißen, ultrageheimen Liebesskandal. Glaubhafte Quellen behaupten, dass Juan Corita mit der mysteriösen, aber schönen Managerin des Stars, Frau Adrian Andrews, also A.A., in intimen Kontakt gekommen ist. Okay. Bitteschön. Das ist sogar auch richtig. Sehr schön. Das ist ein Artikel aus einer gewissen Boulevardzeitschrift. Rendezvous Mitternacht. Mit der mysteriösen, aber schönen Managerin des Stars, Frau A.A. Ah! Herr Corrida selbst hatte keinen eigenen Manager. Außerdem hat die Managerin seines Rivalen Matt Engard, Adrian Andrews, die Initialien A.A. Sie lasen diesen Artikel, wollten dann zum Beweis einige Fotos machen. Darum haben sie sich letzten Abend vor Herr Corridas Tür rumgetrieben. Ah! Buja. Sehr schön, also das klappt doch heute gut hier. Also langsam komme ich hier rein in diese psychischen Blockaden. Es klappt besser als im letzten Fall, muss ich sagen. Großer Knüller. Sie haben sich mit der Affäre von Herrn Corrida und Frau Andrews befasst, nicht wahr? Du hast es erfasst. Ich wollte sie bei einem heimlichen Date erwischen. Aber es gibt doch schon einen Artikel darüber in einem der Boulevardblätter. Aktuell ist das nicht mehr. Was hast du da gesagt? Ihre Initialen sind A.A. Das ist schon ganz schön vage. Das beweist gar nichts. Die Leute wollen da schon einen echten Beweis sehen. Nun, zumindest will ich das. Deswegen war ich hier, um Fotos zu machen. Oh. Ich werde das Interesse der Leser mit Gerüchten und etwas Irreführung wecken. Dann peppe ich das Ganze noch ein wenig auf und schon habe ich eine Exklusivstory. Wow, Lotta, so viel zum Thema Journalistenehre. Ich bin gerade mit dem aufgepeppten Artikel fertig. Aber schön Clickbait und so, nur damit sie es wissen, ne? Also schön mache ich auch noch rote Kreise dahin und so. Und das sollst du eher nicht tun, aber okay. Das Papier, auf das ich geschrieben habe, die Notiz an mich selbst, ist weg. Die Notiz an sie selbst? Sie war in der Tasche meiner 1600-Dollar-Kamera. Sie haben sich zusammen vom Acker gemacht. Ich bin für meine große Story hergekommen, nicht um meinen Schatz zu verlieren. Ja, verstehe ich. Da kann er mich schon durchdrehen. Was ist nur aus den Leuten geworden? Ich hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages etwas stehlen würde. Sie möchten diese Notiz wirklich zurückhaben, hä? Ich weiß zwar nicht warum, aber die Story auf dem Zettel ist wohl eine dreiste Lüge. Lotters Kamera in Gerichtsakt aktualisiert. Das klingt ja spannend. Ja, ich würde jetzt nochmal gucken. Ja, wobei ich sehe, die Zeit rennt schon wieder. Ich würde sagen, ist gut, wie wir heute durchgekommen sind. Ich hoffe, das geht so weiter. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir vielleicht im nächsten Part dann Frau Andrews Blockaden lösen können. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.